Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Traincraft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden jetzt unter Umständen mit Highspeed failen, indem wir hier unser lustiges, zusammengewürfeltes Gedöns eben ausprobieren. Zuallererst für unsere Highspeed-Lokomotive brauche ich einen Stack roten Shit ein. Dann setzen wir uns hinein. Befüllen das Dingens hier. Start Engine. Schauen wir uns das Ganze mal an und jetzt drücken wir bitte die Daumen. Platz gemacht, hier kommt der Chaser. Der kommt durch. Er kommt durch. Yes. Woohoo. Das Konstrukt funktioniert. Das Konstrukt ist eine unendliche Bahn. Nice. Whee. Und weiter geht die Wahnsinnsfahrt. Nun die Runde, nun die Wahnsinnsfahrt. Bitte speien Sie nicht Ihrem Nachbarn ins Gesicht. So was macht man nicht. Juhu. Und falls doch, veröffentlichen Sie viele Fotos von der Facebook, YouTube oder einem anderen Social Media Ihres Vertrauens. Juhu. Nice. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir stecken. Das ist aber, dass wir stecken bleiben, was jetzt echt blöd gewesen wäre, aber nö. Wunderbar. Schön ist das, schön ist das, schön ist das. Hallo. Stopp. Ich stoppen. So. Stopp. Junge. Langsamer. So, geht jetzt gleich mal die Break. Ups. Geht jetzt mal die Break. Yes, stop. Oh Mann. Ihr seht einen Cäsar gerade sehr glücklich in seinem PC doof reingrinsen. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir das noch hinkriegen. Das war schon eine heiße Nummer. So, die Nummer wird jetzt aber noch heißer. Denn ich weiß, ihr steht auf den geilen Shit hier. Wie meine Wortwahl in letzter Zeit, ne? Müssen wir vielleicht ein bisschen anders anpassen hier. So, da kommen wir durch. Okay, das möchte ich jetzt allerdings nicht übertreiben, sondern werde das hier nach hinten ziehen. So. Wir machen jetzt nämlich trotzdem einen Parallelen wieder hin. Bauen das identisch mit dem da unten auf. So, muss mal gucken, wie ich das abstützen kann, weil es noch ein bisschen tricky hier. So. Ja. Dann kann ich hier den Parallelen einbasteln. In diese Richtung. Warum habe ich denn jetzt bitte das ganze Gedöns hier dabei? Das will ich doch gar nicht. Ich brauche viel eher das und das wollte ich als Stair-Ausführung haben. Dann kann ich nämlich den Stair hier dran setzen, wieder einen Lever dran bauen. Der funktioniert einwandfrei. Dann ziehen wir jetzt das ganze Ding hier nach hinten. Hier habe ich ja doch eine Steigung habe ich noch drin, das heißt ich muss noch eins höher gehen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und die Nummer 6. Dann den Slope dran gesetzt. Hier wieder 1. Na komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann einen langen nach hinten gelegt. Und das können wir nämlich uns dort anschließen, wo wir gerade lustig sind. Ich würde ganz gerne wieder zurück auf dieses Gleis da irgendwie kommen, und zwar in diese Richtung. Aus dem einfachen Grund, um hier wieder reinfahren zu können, falls wir eine Ausfahrt verpasst hätten. Oder... Wartet mal, ich komme hier hinten, fahre da rum...
komme ich jetzt überhaupt wieder raus? Ich komme doch da irgendwo raus, oder? Hä? Wartet mal. Nee, da komme ich raus. Also dieses Gleis geht so, so, so. Kriege ich das da angeschlossen? Dann könnte ich nämlich im Umkehrschluss dann da wieder reinfahren. Da runterdüsen. Hier hinter. Und in den Bahnhof rein und komme auf das andere Gleis. Jetzt können wir gucken, wie wir es noch anschließen können. Das wäre nicht ganz lustig. So, die Frage ist bloß, welches Gleis nehmen wir da von der Höhe her? Das ist eins zu hoch und das ist ein bisschen zu niedrig. Weil ich das untere dann eher Richtung Abstellgleis nehmen würde. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal... Ja, auf so eine komische fliegende Erdinsel möchte ich jetzt das Ganze nicht aufbauen. So, Moment. Mit welcher Höhe kommen wir hier genau raus? Sind wir 1 zu hoch oder 2 zu hoch? Schwupp. Alter, da bupp mit dem Gesicht. Und damit der Fuß. Also sind wir 1 zu hoch. Das heißt, wir müssten hier eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 da angliedern können. Einen Slope setzen, allerdings in die richtige Richtung bitte. Nämlich in diese Richtung. So, ein bisschen zu viel genommen. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir nach hinten kommen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lange Ceviche drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal. Ist ja ein Straight und kein Ceviche. Cäsar zählt wieder einige Döns. So, Moment, wie komme ich jetzt raus? Ich soll jetzt erstmal den Boden dafür legen, bevor ich jetzt irgendwie mich hier vollkommen verplane. So und so. Also, der würde 2 ausgehen. Und dann nochmal 2. Das heißt, ich müsste jetzt den Turn schon drauf kriegen. Jawohl. Dann schließen wir den lange nach hinten an. Kommen damit fast durch. Nehme noch einen Short. Shorty, 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 short. Short. Oder small, besser gesagt. So, schließen wir das Small das hier jetzt gar. Ganz genau. Schließen wir das Small hier jetzt noch gar an. Und haben damit erreicht, dass wir darüber zurück zum Bahnhof kommen. Gut ist das denn bitte? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also das ist jetzt hier komplett angeschlossen. Das heißt, wenn ich hier oben den Switch so umlege, fahren wir jetzt automatisch richtig. So, Testfahrt! Gut! Wir machen das Hut aus. Ja, macht Sinn, wenn ich erst in den Zug... Hä? Ist das hier... Ist das ein Passenger? War ein Passenger. Okay. Start Engine. Break off. Okay, dann fahren wir los. Hey, Hupe. Jetzt Hupe. Schöne Hupe. So, das sollten wir jetzt allerdings nicht mit so viel Speed machen. So, dann fahren wir unsere Stellung hier nach unten und fahren die nächste nach unten. Warum bleibt denn der stecken und der andere nicht? Der ICE passt da durch und die U-Bahn nicht. Nope! Ach Kacke, das kann ich doch so wieder nicht lassen. Nee. Blöd ist das. Richtig blöd ist das. Damn it. Warum haben die unterschiedliche Hitboxen? Das ist doch doof. Weißt du, den einen Zug, den kriegst du da locker easy durch und den anderen nicht. Das heißt, wir würden da dann sogar noch deutlich höher rauskommen müssen. Oh, Käse, ey. Alles nochmal umbauen.
Käse, Käse, Käse. Also bis dahin kann ich es hier lassen, aber ich muss hier... Ich muss hier nochmal irgendwie höher kommen. Hier liegt das Problem. Angenommen, dann wäre es nämlich nicht so extrem viel Arbeit. Angenommen, ich mache hier nicht eine nach oben, sondern zwei nach oben. Und mache... Ja, was sehe ich eigentlich? Eigentlich auch nicht schön. Dann hätte ich nämlich solche 90-Degree-Switches eingebaut und würde dann direkt rausfahren können. Aber dann stehen die einfach ab und würden sich dann daraus verzweigen. Ich hätte es aber eigentlich lieber parallel, so wie ich es hier gemacht habe, gebaut. Das heißt, ich würde um eine Verlängerung um 12 nicht rauskommen. Beziehungsweise drum rumkommen. Würde aber das ganze Konstrukt unten drunter wieder nicht mehr passen. Variante 2 ist, ich vergesse diesen Abzweig hier. Vergesse diesen Abzweig hier. Komme dann insgesamt 4 Felder höher und kann dann hier nach rechts runter wieder fahren. Was mir aber auch nicht gefällt. Oh Mann. Wie machen wir das? Ach komm, wenn es funktionieren würde, es wäre so toll. Weil es mir nicht gegönnt. Ich kann halt auch nicht die Schiene da oben anders drauflegen, weil sobald ich einen Klotz hier wegmache, es würde ja reichen, wenn ich zwei mehr gewinnen würde. Aber dann hält mir die Slope oben nicht mehr drauf. Ganz, ganz doof ist das. Ganz, ganz doof. Ich hatte halt gedacht, dass ich, wenn ich 2 plus 2... Ja, gut, das sind ja diese 2-3 Felder, die wir dann hier gewinnen, ne? Unterm Strich. Müssen wir eher ziehen, würde ich sagen. Na, wenn ich es jetzt nicht ziehe und mit den 90-Degree-Switches mache, dann mag ich das auch nicht so gerne. Was halt schön ist, dann kommen wir hier auch direkt drüber. Das heißt, ich baue hier hinten 6 Felder raus, dann haben wir hier noch eine, der nach oben geht, dann schließt sich hier direkt die hier an, dann ist es auch wie hier, dass eins davor schon die nächste hochgeht und dann nochmal wieder eine hochgeht, die hier. Dann kommen wir in den Kringel rein, gewinnen 2 Felder und dann kommen wir mit allem durch, was wir haben. Oh, ist das eine Kacke. Ist das eine Kacke. Das heißt, an und für sich müssten wir eigentlich nur den Entry Point nach hinten legen, oder? Aber damit würde ich dann nur 1... Warte mal, wo fängt denn das hier an? Das sind ja eigentlich bloß 3-4 Felder, oder? Was ist denn da jetzt eigentlich so der riesige Unterschied? Ne, Moment, hier. Ein Slope mehr. Ein Slope wäre es mehr. Um genau drüber zu kommen. Dann kommt der lange. Dann Slope. Dann gewinne ich nur einen. Dann würde ich 4 haben. Komme ich denn mit einem mehr Platz durch? So, dann wäre das im Prinzip diese Höhe. Das müsste doch eigentlich gehen. Das probieren wir jetzt dann noch schnell mal aus. Wir schnappen uns wieder so eine Subway, weil die scheint ja irgendwie hier der größte Zug zu sein, den es gibt. New York Subway Card. Wir schnappen uns noch ein wenig Redstone. Na gut, einer war es vielleicht ein bisschen mager, aber komm, reicht jetzt erstmal. So, dann setzen wir die... Von wo sind wir gekommen? Wir sind von oben gekommen. Das heißt, wir setzen die Subway hier drauf. Steigen ein.
So, und jetzt sagt bitte, dass es funktioniert. Könnte ich das nämlich mit relativ einfachen Mitteln schaffen. Hä? Was ist denn jetzt los? Nein! Das will ich nicht! Das will ich nicht! Geh weg! Ich habe den Break angemacht. So, wenn wir da jetzt durchkämen, würde das reichen. Dann müsste ich nämlich nicht um 12 länger ziehen, sondern um 6, würden es genau parallel übereinander kriegen. Und die Subway kommt durch. Ja, okay. Ja gut, da hinten kommt sie natürlich nicht mehr durch. Da hinten kommt sie nicht mehr durch, weil wir da noch nicht höher gekommen sind. Okay, Freunde, das heißt, wir müssen hier höher ziehen. Ja. Schön. Hält sich halbwegs in Grenzen die Arbeit. So, Numero Uno. Wir müssen hier oben erstmal das ganze Gedöns hier wegreißen. So, da müssen wir nämlich dann höher rauskommen. So, das hier passt auch nicht mehr alles. Das da passt auch alles nicht mehr. Komm hier mal alles weg. So, dann kommt das da weg. Oh Mann, es ist ein ekliges Gefühl, das, was man gerade kompliziert gebaut hat, wieder alles hier abreißen zu dürfen. Aber gut, so ist Minecraft, da kommt man eben mal nicht drum rum, wenn man vorher nicht probiert, mit einem Zug durchzufahren. Damn. Ist ja nicht so, dass wir das erste Mal hier stecken bleiben würden. Sondern das zweite Mal. Ja. Weiß ich schon. So, das muss dann auch alles mal noch umgezogen werden. So, das Ganze hier muss weiter nach hinten. Das heißt, das Fundament kann hier weg. Gar nicht schlecht, dann gewinnen wir hier auch noch ein bisschen mehr Platz. So, und bis dahin können wir es lassen. Das heißt, wir haben hier 1, 2... Okay, da kommt hier der nächste Slope drauf, also... ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Komm her. Jetzt habe ich keine Slopes mehr mit, toll. Gleiselines. Und ja, egal wie weit ich komme, bei Folge 100 ist spätestens der Upload der Map da. Das ist jetzt versprochen. Moment, wir waren bei Folge 92 oder irgend sowas. Ich habe jetzt 3 aufgenommen, 95. Ja, das, da kriegen wir noch was Schönes hin, bevor der Upload kommt. Das kriege ich auf jeden Fall noch hin. Dann 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. So, dann machen wir hier den Kringel hin. Dann ist es auch irgendwie insgesamt besser aus einem Guss. Dann ist es nämlich alles genau übereinander. So, ich habe jetzt so viel gelabert und so wenig geguckt. Nee, müsste passen. Dann komme ich mit dem Slope jetzt nämlich hier drauf. Dann geht es weiter mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. So, so, so und so. Dann müsste da jetzt eine Parallele drauf passen. Wunderschön. 1. Na komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der nächste Slope. Oh, zum Glück habe ich das noch nicht fertig gebaut mit der ganzen Unterfütterung der Mauer. Das wäre jetzt wirklich ranzig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. So ein bisschen was von der Achterbahn jetzt langsam. Dann 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1, 2, 1. Langsam kann ich es auswendig. Jo. Gut, sind es 1 oder sind es 2? In dem Fall bin ich jetzt nur 1 nach oben gegangen. Oder? Ja, nur 1 und hinten dann 2. Na gut, machen wir es halt 1 erstmal. In der Variante gewesen, dass ich das hier hinten auch noch um 1 erhöhe, aber ich glaube, die Höhe, mit der wir jetzt rauskommen, sollte uns alle glücklich stimmen. So, dann kommt der nächste Slope nämlich drauf. Okay, dann das hier wieder exakt identisch bauen. Nee, nicht drauf, sondern dahin. 1, 2. Okay, zack, zack, zack. Fängt die Slope an? Ich glaube, eins noch weiter, ne? Ja. Eins noch weiter. Das war eins zu viel. So. Und ganz ehrlich, wenn das jetzt dann endlich passt, dann habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr in diesem Rundell hier weiter zu bauen. So, müssten gleich rauskommen, das heißt, der nächste Parallele dürfte passen. Wunderbar, und jetzt dann noch 2 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich denke, das ist halt mal eine ordentlich überlänge Folge, aber ich mich auch egal. Wo ich jetzt auch ins Büro fahren muss. Naja, fahren wir halt noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den Slope dorthin. Okay. Um wie viele kommen wir jetzt höher raus? Nochmal 2, glaube ich. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es wird eine Konstruktion hier, ne? Finde ich aber irgendwie cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schnauze, Handy. Leise. Nö, 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 jetzt noch nicht hier. So, den nächsten drauf. Höhe müsste jetzt stimmen. Das heißt, ich ziehe jetzt hier nach hinten durch. Einmal hier so, einmal da so. Ach ja, wunderschön. Hatten wir schon lange nicht mehr. Freut mich, dass du auch wieder da bist. Kackregen. Nein. Oben bleiben. Hallo, jetzt. Dann brauchen wir jetzt noch die kurzen. Das heißt, ich nehme mir noch die Mediums und die Smalls. Uah. Komm her. So, so. Angeschlossen. Hey. Bitte nicht dauernd aufhören zu fliegen, wäre sehr schön. Okay. Gut, jetzt kommen wir auf jeden Fall durch. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Oh, ich muss mich strecken. Und bis zum nächsten Mal hier zu Dreamcraft. Wenn wir weiter an unserer verrückten Gleiskonstruktion arbeiten, den Güterbahnhof fertigstellen. Und ihr danach auch ein wenig selber zocken könnt auf dieser wunderschönen Map. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.